Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu Bausimulator 2015. Wir sind hier im Multiplayer mit dabei, Herr Feldmann. Jawohl. Der sich hier gerade noch am Baggern versucht. Ich hoffe, er lässt unseren Hof stehen. Ja, wir wollten jetzt einen neuen Auftrag annehmen und zwar haben wir einen Sonderauftrag bekommen. Aufträge, Sonderaufträge. Neues Fahrzeug. Da bin ich natürlich mal gespannt. Wir sollen den Vorarbeiter ansprechen. Den Gerd. Okay. Hier ist der Gerd. Okay, da. Moin Gerd. Hey Tom Diesel, ich habe gerade unser Kontostand gescheckt. Weißt du was? Ich denke, es wird Zeit, unseren Fuhrpark zu erweitern. Wie wär's denn, wenn du einen Abstecher zum Händler machst und mal schaust, ob der was Passendes für uns im Angebot hat? Ja, das hört sich gut an. Ich zeige dir auf der Karte, wo der Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich vorbei und sprich mit Gerd. Den kenne ich noch von früher. Der ist nicht zu übersehen, ein Bär von einem Mann. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Na, dann schauen wir mal. Okay. Da müssen wir erstmal den Anhänger abmachen, ne? Ja. Gott, nee, ich denke mal, nächsten Auftrag brauchen wir eh. Ja, aber den brauchen wir jetzt ja nicht für den Auftrag. Weil wenn wir jetzt da ein Fahrzeug... Also ein Stück. Genau. Ach, jetzt komm, ich muss mal gucken, wie war das mit der Steuerung mal so. Alles verlernt. Stützfüße. Okay. Und die wieder rausgemacht. Oje, oje. So, jetzt aber. Ich versuche hier gerade mit meiner Kamera klar zu kommen. Oh je. Da spielst du immer zwei Tage nicht mehr und dann kannst du gar nichts mehr. Ja, den Hänger rückwärts ist natürlich auch nicht so leicht. So. Der ist sehr sauempfindlich. Gerade weil der so klein ist, ne? Wäre es ja auch immer so viel. So. Das reicht schon, ja. So weiter, so weiter. Gegenlenken. Was? Okay. Stützrad abgucken. Runter. Sonst geht das auch nicht. Auch nochmal abkuppeln? C, ne? Ich spiele, bei mir ist es so eine Schultertaste. L, B, oh, glaube okay. Ich. Halt! Oh, wo bist du? Fast gerade draußen? Ja. Ja, ich denke mal, es wird wahrscheinlich der Pritschenwagen werden, ne? Also wird es garantiert was empfehlen. Der wird, glaube ich, ja, aktuell am meisten Sinn machen. Es hat, wir sollten ja was mit Beton an Aufträgen bekommen, aber... Ja. Ja, wieder mitten durch ein LKW. Person. Echt? Ich hab wieder keine gehabt. So, hier ist ein Fußgänger. Hier ist niemand. Zwei sogar. Lustig. Was so unterschiedlich ist. Parallelwelten. Ja. Ach, unsere schöne Tunnelfahrt mal wieder. Genau, das Trauma. Mach mal Radio an. Ist leise hier. Kaputt. Geh mal nicht bezahlt. Fahr rein. Euer LKW ist schon kaputt. Letzte Inspektion. Nee, gemacht, ach, der ne? Ist der Lehrling mitgefahren. Seitdem sind auch die Reifen blank. Kein Grip mehr. Hätte ich jetzt auch gesagt. Da. Bleib bitte rechts, ja.
Hauptsache 80. Kein Erfolg. Für LKWs. Oh. Ne? Aber wir sind ja ganz rüber jetzt in die Stadt, ne? Nee. Hinten an der Ampel rechts und dann ist er da doch auf der anderen Seite. Wir waren da doch schon. Am Ende dieser Straße rechts, also bei der ersten Ampel, meine ich. Ja. Was ich schade finde, dass du jetzt zum Beispiel nicht in die Ausschreibung gucken kannst. Ja. Ja, die Ausschreibung ist doch, das kann ich ja. Ja, Gerd ansprechen steht da aber nur. Ganze Ausschreibung kann ich jetzt nicht sehen. So. Da hinten ist es auch schon. Ist, ne? Deswegen, wir müssen jetzt rechts und dann nächste Ampel links. War es noch eine weiter? Eine weiter noch, ne? Erst links und dann rechts. Da vorne geradeaus, ja. Jetzt waren jetzt 188.000. Du meintest ja, der Ding kostet 70 oder so. Nee, 77, glaube ich, ne? War das? Der Pritschenwagen. Das weiß ich auch nicht mehr. Ach, hol mal so einen schönen Kran, wenn wir den transportieren, das wird gut. Naja, wird wahrscheinlich sowieso irgendwas vor. Den auf der Straße. Pudding rum. Wird er eh was vorschlagen. Denke ich mal, was Sinn macht für die nächsten Aufträge. Hm? Ich dachte, der wird ja eh was vorschlagen für den nächsten Auftrag. Ich habe das schon verstanden. Also, Ich habe nur das verstanden. Das wurde verschluckt. Das eine. Ach so, okay. Was macht der denn da? Den siehst du gar nicht, ne? Der gegen die Wand läuft. Keine Person. Okay. So, wo ist denn der Gerd? Ich glaube, da steht er schon. Ja, der fahr nicht um. Treten Sie näher, kommen Sie ran. Ah, wem haben wir denn da? Du musst Tom Diesel sein. Mein alter Freund Harpe hat dich schon angemeldet. Ach, der hieß ja Harpe, stimmt. Den. Wie geht's denn dem alten Halunken? Ich sag dir, du kommst genau richtig. Haben da gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. Da ist was für dich dabei. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen, Harpe. Geht's gut, denke ich. Und ja, in der Tat planen wir unseren Fuhrpark, um ein Fahrzeug zu erweitern. Um ein Fahrzeug zu erweitern, das klingt ja zaghaft. Ich verkaufe dir eine ganze Flotte am besten und modernsten Baufahrzeugen und das zu einem Spottpreis. Nun mal langsam. Ich denke, eins sollte erstmal genügen. Der große Pritschenwagen mit Ladekran gefällt mir gut. Ah, siehst du? Kann ich verstehen. Ist doch ein ganz feines Fahrzeug. Mit dem integrierten Lenkkran geht das Auf- und Abladen von Paletten und den anderen Kram, das man dann so braucht, wirklich ruckzuck. Ich mache dir ein gutes Angebot. Und wenn du ein Fahrzeug gekauft hast, dann kannst du es auf unserem firmeneigenen Testgelände ausprobieren. Oh. Gut zu wissen. Ich schaue mir damit wenig um. Mach das, bevor ich es vergesse. Wenn du ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr brauchst, weil es zu klein geworden ist oder der Platz auf dem Hof knapp wird, dann nehme ich dir sie gerne ab. Für 75% vom Neupreis kannst du bei mir gekaufte Fahrzeuge jederzeit wieder abgeben. Und nun halt dich nicht länger auf, schau, ob du was Passendes findest. Okay. Okay. Hast du auch XP gekriegt? Oh, 200. Jetzt stehst du da. Bist du jetzt gerade hingelaufen? Ich stand noch neben dem LKW. Ja, wie konntest du ihn da denn ansprechen? Das ging sofort auf in das Fenster. So, wir brauchen ein Fahrzeug, hast du gesagt. So ein. Ah, ja, ein Dreirad kommen wir nicht weit mit. Turmkran, 200.000. Pritschenwagen mit Kran wollten wir haben. Der kostet 85.000. Hat jetzt den Preis angehoben, weil der Harper angerufen hatte oder was? Ist wohl kein besonderes Angebot hier. PS. Ja, eigentlich macht ja nur der
Das andere ist die Zugmaschine. Ja, selbstständig machen. Ja. Kaufen kann ich ja. Was? Ja, 85.000 weniger. Wo sind das Testgelände und wo ist das Auto? Dass er das hier ist? Ist ja schon eine schöne Größe. Und wo ist das Testgelände? Oh, ein Vierachser sogar. Brauchst du ein Testgelände denn? Das soll hier irgendwo sein auf dem Hof. Das wird bestimmt witzig mit der Steuerung des Kranes. Ach so. Und da, wie du die aus den Regalen rauskriegst. Ja, aus dem Regal ja nicht. Brauchst du aber das ist eher für die Abladen, zum Abladen. Auf ein... Ja, wenn er denn eine Palettengabel mit dabei sieht hat. Sieht ja genauso aus. Wie der andere immerhin. Aber wo ist denn das Testgelände? Kannst du doch drauf rumfahren. Ah, ich muss hier weg. Hier brechen die Frames total ein. Nimmst du denn die andere Kiste? Achso, ich muss mal gucken. Was müssen wir noch was für den Auftrag machen? Oder war der jetzt fertig? Der war fertig, ne? Ja, gab gut, ja nur XP. Ja gucken, kein Geld, klar. Ja. Ob wir hier auf dem Weg dann was machen können. Aufträge. Lehrgänge. Lehrgang Pritschenwagen mit Kran. Oh. Meinst du, müssen wir machen? Da musst du. War kein du Geld. Musst, ich armer du musst Schlucker. Dach fahren und alles abliefern. Transportier einmal Bitumen. Dann machen wir das mal. Dann können wir das hier abwechselnd machen. Auftrag annehmen. Geht das jetzt bei dir auch? Steige in den Pritschenwagen mit Krallen an, um den Lehrgang zu starten. Steig mal ein. Bei dir mit einsteigen. Bist du drin? Ja. Okay, davor steht die Nahrung. Jetzt bist du in auf dem Lehrgang Testgelände. Sollst du die Paletten, die Toilette und den Generator in den gelben Bereich bringen. Dafür musst du die Ladung mit den Kranen des Pritschenwagens aufladen und rüber transportieren. Ich erkläre dir genau, wie das funktioniert. Also alle Dinge in den gelben Bereich schaffen. Na, ich starte dann mal. Okay. Ach, du ahnst es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dinge. Von da nach da. Okay. Das Gute ist, er ist länger, da kriegen wir zumindest 6 Paletten drauf. Kann ja nicht so stehen, ist auch nicht egal, ne? So, jetzt die Stützen raus, okay. Huch. So, Fahrzeugmodus wechseln. Das kennen wir ja schon. Ich kann nichts machen. Ach, du steuerst von drinnen. Du steigst nicht aus. Okay. Ja, es wäre eigentlich besser, wenn man aussteigen würde, ne? Und viel mehr logischer. Da draußen ist ja das Bedienfeld, was davor steht. Aber es ist sehr innovativ. Also ich mache das jetzt alles ohne... groß nachzulesen. Weil ich jetzt die Steuerung nochmal drehen muss. Ah ja. Man hätte vielleicht die Flanken runter machen sollen, ne? Nö, brauchst du ja dabei nicht. Mach ich die ganzen nach hinten, oder? Egal, wie du das. Obwohl, die kriege ich ja gar nicht so weit runter. Nach vorne, oder? Nee. Geht ja gar nicht. Kann. Och, müsste eigentlich, der muss eigentlich ran. Was soll ich machen? Guck mal, oben habe ich voll eingefahren und ich kann jetzt noch runter knicken. Siehst du? Komme ich ja nicht ganz. Doch, ein Stück konnte ich noch holen. Da ist das. Das ist ja doof.
Dafür ist er sehr lang. Ja, gut, das stimmt. Ja, war doch nur 4 Tabletten. Hä? Das soll ja auch sehen, dass neue Ausschreibungen verfügbar sind. Oh je, oh je. Ich glaube, du musst das auch gleich mal machen. Man kann den Kran auch zurücksetzen. Ich will mal das Klo haben. Das? Hm? Neben dir. Einen den Kran zurücksetzen. Ja, wenn du jetzt nicht selber den wieder reinfahren willst, wenn du wegfährst oder so. Wie das geht, habe ich jetzt gar nicht gelesen. Ach, guck mal, hier sind jetzt wieder Ketten. So, Herr Feldmann, passt das? Das ist voll. Scheißhaus. Er hat sogar einen Warnblinker, ne? Oh, passt nicht. Bis Sommer. Bis Sommer. Hm? Wie springt man nochmal? Achso. Probieren. Also. Ist sogar noch im Kranmodus, okay. Da Punkt oben drauf. Ja, man kann da nicht sehr gut zielen mit diesem Punkt. Ja, der Punkt ist drauf, aber wie hake ich ein? Die Ladung sichern. Ja, bei mir ist das eine Taste. Aber wie die ist? Ja, bei mir ist es die Taste, die ich das sonst gemacht habe. Deswegen wundert mich das. Die läuft nicht? Komisch. Hast du noch dran? Ja, jetzt habe ich es aber mit der Tastaturtaste gemacht. Ja, weiter. Jetzt erstmal reinfahren, genau. Kippst du mal die. Aber ich finde das schon sehr gut gemacht, also mit dem... Das ist cool gemacht, ja. Man hat eine sehr gute Übersicht, ne? Man kann die echt gut setzen. Ja, jetzt bist du über die Flanken. Da musst du ein Stück, ne, bis drüber. Immer noch. Jetzt. Passt. Du kannst loslassen. Weil da geht ja auch einiges drauf, ne, auf die Kiste. Ja, die langen Dinger kriegst du da aber nicht. Achso, du suchst die Taste, ne? Aus. Ab und zu.
Das sieht gut aus. Ich guck mal von der anderen Seite. Langsam. Passt. Ja, kannst eigentlich nur die Palette jetzt da unten, ne? Ne, zwei. Also, da oben sind ja noch genau die Setzlinge noch, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das noch weiter zeigen sollen oder ob wir das dann ausblenden dann bis zum nächsten Auftrag. Keine Ahnung, ob das hier spannend ist. Ich habe die Ladung nochmal befestigt, weil die hier rumrutscht. Okay, YouTube und wie es weitergeht, ob wir den Kram rüberkriegen oder ob wir klicklich scheitern, das seht ihr in der nächsten Folge Bausimulator 2015 mit Herrn Feldmann. Macht's gut. Bye bye.